Hey yo zusammen und herzlich willkommen zu Let's Play Sins of a Solar Empire, wo wir immer noch die Foreign Invasion zu spielen haben. Jetzt lasst mich nur kurz gucken, ob die Aufnahme soweit passt. Läuft. Genau. So, das und das und das. Tipp: Großkampfschiffe, die bei fremden Planeten stationiert sind, verlangsamen die Ausbreitung feindlicher Kultur. Ah, okay, interessant. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Obwohl die Kultur tatsächlich gar nicht so häufig dafür sorgt, dass Planeten fallen. Also schon manchmal, aber hatte, glaube ich, nie diesen riesen Einfluss. Es wäre interessant gewesen, wenn Kultur dafür sorgt, dass man zum Beispiel bessere Boni bekommt. Dass zum Beispiel die gegnerische Angriffspower schwindet oder sowas in der Art, aber naja. Wir haben schon ein Kitzel im Abzug. So, ich weiß nicht mehr, wo ich war oder warum oder weshalb oder überhaupt irgendwas. Ich sehe, dass der Türkise hier sehr gut angreift. Das ist gut. Ich sehe aber auch, dass wir hier diesen Dings verlieren. Und ich scheine mich irgendwo zu sammeln. Bereit loszuschlagen. Ich weiß nur noch nicht wo. Feuer bereit. Die gehen dorthin. Abgeschlossen. Und die gehen dorthin, okay. Wohin, Commander? Kolonieschiff, der Asteroid gehört nicht mir. Hier gibt's auch nichts. Wenn ich den erdähnlichen Planeten bekommen würde, wäre das natürlich super. Vielleicht sollte ich da gleich hinspringen und versuchen, mir den zu schnappen. Hier wollte ich verteidigen, aber das wird nichts so leicht. Ich sollte wahrscheinlich den Titan noch ein bisschen verbessern. Aber mir fehlt halt Militärbauten. Der Titan wird hier nicht verbessert, das ist natürlich problematisch. Hier schon. Ja, aber ich brauche noch so ein Gebäude. Kann ich mir aber nicht kaufen, leisten. Geht gerade nicht. Und was hier alles geht, weiß ich auch nicht. Der Handel vielleicht, ja. Eine verbündete Flotte ist eingetroffen. Wüstenkolonien habe ich nicht, vulkanischen Kram habe ich nicht. Brauche ich also alles nicht, ne? Das sind die Sachen. Loszuschlagen. Wir haben schon ein, wie schaut denn meine Dings aus? Ein Ziel. Aha. Ja, das ist die Frage. 6 leichte Träger und ein Titan. Und hier ein paar Dings und Korvetten. Das ist halt nicht sehr mächtig, ne? Ich könnte noch 2 leichte Träger bauen. Unsere Verstärkung greift in die Schlacht ein. Habe ich nicht irgendwo? Wohin, Commander? Fahren Sie fort. Ich dachte, irgendwo habe ich die Dingskreuzer, die. Flotte ist eingetroffen. Aber das hat nicht so ganz funktioniert, glaube ich, mit dem Konstruktionszeugs, weil weiß ich nicht mehr. Aber es ging halt nicht. So, Weltraumhandel würde ich dann gerne noch erforschen, um irgendwie ein bisschen Geld wenigstens zu machen. Unsere Flotte wird angegriffen. Wo? Geben Sie mir doch mal was zu tun. Das sollte unproblematisch sein. Feuer bereit. Das sollte wirklich unproblematisch sein. Ja. Ihre Befehle. Eintritt. Erstmal sammeln. So. Raketenfregatten werden angegriffen. Corvette. Habe ich nicht so eine Flakfregatte? Die wäre noch sehr gut, wenn ich die hätte. Flakfregatten. Ein alliiertes Großkampfschiff wurde zerstört. Ah, nicht gut. Ist das die Flakfregatte? Bomber? Flakfregatte. Die finde ich nämlich noch ganz nützlich. Wohin, Commander? Und wenn der hier den Planeten bald wegbombt. Aber erst muss er sich hier verteidigen. Der kommt. Erwarte Befehle. Eine verbündete Flotte ist eingetroffen. Nochmal zurück. Übermittlung empfangen. Das ist halt die Frage, ob wir das halten können. Wir haben schon ein Kitzeln im Abzugsfinger. Wir aber brauchen okay. Ein Ziel. So soll es sein. So, dorthin. Wer braucht Luftunterstützung? Dorthin. Läuft. Ich muss halt wirklich schauen, dass ich das irgendwie gewuppt bekomme hier. Zusätzliche Credits benötigt. Ja, ein paar Credits wären schon noch nice. So, die wollen wieder auf mich angreifen. Das sieht ja nicht, wenn ich mit dem Finger hingehe, aber. Zusätzliche Credits benötigt. Na komm. So. Hier 500, nicht so gut. Und ob der das hier gewinnt, weiß ich nicht. Es wäre böse, wenn nicht. Aber er hat einen Titan Stufe 5 gegen einen Titan Stufe 4. Er könnte es schaffen, wenn er es klug macht.
Pindaros? Ist das das Pindaros? Wo ist Pindaros? Wo ist Pindaros? Ah, da kann ich nichts machen. Das ist mir zu riskant. Ist auch nur ein kleiner Asteroid, der ist nicht so wichtig. Aber die Schlacht zu gewinnen wäre schon wichtig, sage ich mal. Wir haben schon ein Kitzel im Abzugsfinger. Wir brauchen ein Ziel. Ich habe auch kein Großkampfschiff mehr. Geben Sie mir doch mal was zu tun. Ich glaube, das sollte ich auch fixen. Hier. Der Panzerkreuzer hat mir ganz gut gefallen. Ich stehe aber viel mehr auf den Sova-Träger mit der Raketenbatterie. Enderkommando ist auch nicht schlecht. Eine verbündete Flotte ist eingetroffen. Schlachtschiff ist natürlich auch sehr stark. Aber bis ich mir das leisten kann, wird es noch ein bisschen dauern. Ja. Wir haben schon ein Kitzel im Abzug. Ja, der verliert hier, das ist das Problem. Bereit, loszuschlagen. Ach ja. Wohin, Commander? Das ist halt doof. Na endlich! Bin dabei, bin dabei! Vielleicht schafft er aber den Titan des Gegners. Weiß ich nicht, muss man mal sehen. Vielleicht hält die... wird auch lang genug gekämpft, dass ich hier rein kann. Ich muss halt schauen. Großkampfschiff wurde zerstört. Schlechte Nachricht. Sowas sind immer schlechte Nachrichten. So. Eine verbündete Flotte ist eingetroffen. Ich kann mir fast wieder ein Großkampfschiff leisten, aber ich glaube, ich hole mir zuerst den Kram. Ich komme nicht so ganz an die hier hin. Es wäre aber nice. Übers Wurmloch müsste ich dann reisen. Oh. Ein alliiertes Großkampfschiff wurde zerstört. Schwierig, sehr schwierig. Weil die Wurmloch-Technologie habe ich noch nicht. Hier das Reisen. Das, ich brauche erst Planeten. Ich kann ja nicht mal hier das Zeugs bauen, ne? Das ist das Problem. Jetzt haut er ab. Oh, das ist nicht gut. Wir haben schon ein Kitzel im Abzug. Dann fliegt's nicht. Wir brauchen ein Ziel. Ihre Befehle. Ungut. Wir haben schon ein Kitzel im Abzugsfinger. Ja, das werde ich halt nicht schaffen, ne? Das ist das Problem. Ich meine, der Titan, wo ist denn der Titan? Unsere Verstärkung greift in die Schlacht ein. Er hat Schilde, er hat Hülle, er könnte schon ein bisschen reingehen, aber... Vielleicht sollte ich trotzdem versuchen, hier lang zu gehen. Wir brauchen ein Ziel. Ich weiß es nicht genau. Ich baue mir jetzt so einen Konstruktionskreuzer. Und dann schaue ich mal, ob ich irgendwo... Haben Sie was für mich? Irgendwo Zeugs bauen kann. Ihre Befehle! Fahren Sie fort, Techcom. Wir haben schon ein Kitzel im Abzugsfinger. Wir brauchen. Vielleicht kann ich ja auch Sternbasen bei verbündeten Planeten bauen. Das wäre nice. Wir haben ein Problem mit dem Jäger. Aber da muss ich erst noch gucken. Na, vor allem, weil ich hier das noch bauen muss. Eine verbündete Flotte ist ein Weltraumhandel, den brauche ich halt, der ist wichtig. Das Geld will ich einfach haben. So. Wie ist der Plan? Befehl wird ausgeführt. Der hat auch einen Titanen und eine Sternbasis. Das sollte schon passen. Wie ist der Plan? Aber das muss man alles sehen, sobald es halt so ist. Eine verbündete Flotte ist eingetroffen. Richtig stark ist meine Flotte nicht, das ist das Problem. Da ist nur der Titan und der hat Stufe 6, das ist ganz nice, aber ob es reicht, ist die Frage. So. Nicht ausreichende Metalle. Ja. Haben Sie was für mich? So. Ich glaube, ich sollte erstmal außen bauen. Kann ich hier bauen? Ja. Kann ich bei Verbündeten bauen? Eine alliierte Kolonie ist verloren. Vielleicht. Schauen wir mal. Verbündete Truppen werden angegriffen. Ja. Das war klar. Das ist halt böse, ne? Das müssen wir irgendwie verteidigen. Oh.
Oh, das sind... Ach, das ist eine gegnerische Nähe, das ist unverstärkbar. Phasensprung abgeschlossen. Unsere Verstärkung greift in die Schlacht ein. So soll es sein. Eine verbündete Flotte ist eingetroffen. Ich weiß, wo ich hingehe. Erwarte Befehle. Jawohl, Commander. Forschung abgeschlossen. Ja. Na, endlich. Das sollte klappen. Nicht ausreichende Metalle. Ein bisschen noch. So. Ob man das hier halten können, ist fraglich. Wahrscheinlich eher nicht. Dann müssten halt. Der müsste halt dahin, ne? Traut er sich 6, 7, 16, 12. 37 Erleuchter. Ja, der Rest ist so Kleinkram, aber. Ne? Schwierig. Sehr schwierig. Sehr schwierig. Eine verbündete Flotte ist eingetroffen. Bereit loszuschlagen! Ja. Das müssen Sie uns nicht zweimal sagen. Ich will eigentlich nicht, dass er diesen Planeten verliert, weil das halt ein Hauptplanet ist, soweit ich weiß. Ja. Den sollten wir verteidigen, aber wir werden hier einen Titan verlieren. Alliierte Verstärkung ist eingetroffen. Ja, mal schauen, wenn ich den Planeten gesäubert habe, vielleicht kann ich dann noch dahin rechtzeitig. Eine verbündete Flotte ist eingetroffen. Das muss man alles sehen. Keine Flottenkapazität mehr übrig. Ja. Genau das ist das Problem. So, springt sie jetzt, oder? Commander an Deck! Was ist denn das hier? Flakfregatten. Bereit loszuschlagen! Springt's einzeln. Ihre Befehle! Deaktiviert. So, das geht hier nicht. Alle Geschütze bereit. Eine verbündete Flotte ist eingetroffen. Vielleicht sollten die Kreuzer noch warten. Ja. Nee, der wird ausgelöscht. Noch lebt es denn? Jetzt ist es tot. Ah, das schaut böse aus. Aber ich hol mir jetzt dem sein Zeug. Wenn wir einen für einen töten können und das austauschen, also diese beiden Spieler, dann könnte es okay ausschauen. Rest muss man halt sehen. Wo ist das Ziel? Es bringt nichts mehr ein, das Empire anzugreifen. Ja. Der Geheimdienst warnt vor einem bevorstehenden Piratenüberfall. Genau, das ist die Sache. Wir sehen nochmal auf den roten. Das Empire anzugreifen. Ah, kann man nicht. Okay. Es bringt nichts mehr ein, das Empire anzugreifen. Es bringt nichts mehr ein, das Empire anzugreifen. Müssen wir mal schauen. Ist das ein Titan von uns? Ihre Befehle! Das müssen Sie uns nicht einmal sagen. Das ist gut. Es bringt nichts mehr ein, das Empire anzugreifen. Erwarte Befehle. Läuft. Jawohl, Commander. So. Na gut, wenn wir hier einen Titan vernichten können, ist das natürlich richtig nice. So, schön draufknallen und dann boom boom. Ist mir egal, ob der Streuschuss benutzt oder so ein Schuss oder wie auch immer, der soll das gescheit machen, gut ist. So, greif bitte den Roten an. Eine verbündete Flotte ist eingetroffen. Dafür gebe ich auch gern ein bisschen Geld aus. Aber das muss ich jetzt im Blick behalten, das ist wichtig. Das könnte uns ein bisschen Luft verschaffen. Piraten sind unterwegs. Boah, war das knapp. Ist es aber wert. Das passt. Fregattenkreuz, nee, das brauche ich nicht. Undockport, das ist praktisch, brauche ich aber gerade auch nicht. Nee, dann lieber hier den Angriff ein bisschen erhöhen. Wir haben schon ein Kitzeln im Abzugsfinger. So. Wir brauchen ein Ziel. Töten, alles töten. Bereit, los. Na komm. Das passt so schon. Ausgezeichneter Plan. Und dann holen wir uns die Dinger hier rüber. Ja. Kann ich da neue bauen? Nein, noch nicht.
Der Planet steht unter Belagerung, das ist nicht gut. Aber mal sehen, ob ich den Orangenen töten kann. Dann wäre es 1 für 1, das wäre in Ordnung. Unsere Verstärkung. Vor allem, weil das ein Hauptplanet ist, das wird wehtun. Ich habe zwar leider keine Bomberfregatten, das heißt, die strukturelle Integrität hier zu zerstören wird dauern, aber das soll mir recht sein. Ihre Befehle! Das ist schon in Ordnung. Verstärkung ist eingetroffen. Raketenfregatten. Wie Sie wünschen. Ja. Vielleicht kann ich ja ein bisschen was forschen, dass ich sage, Flottenlogistik. Ah, das wird wieder teuer. Unsere Verstärkung greift in die Schlacht ein. Vielleicht noch nicht, vielleicht warte ich erst noch. Ja, ich glaube, ich warte wirklich aus, noch. Ich mach den Rest. Alliierte Verstärkung ist eingetroffen. Er wird wahrscheinlich versuchen, wieder Titan zu bauen, wird nicht hin. Ja, der Gelbe wird jetzt sterben. Ja, muss man mal schauen. Ja, bis da die strukturelle Integrität zerstört, das wird dauern. Diese Raketen feuern sich nicht selbst ab. Auf der Kugel steht dein Name. Oh, der wird wegkommen. Schade. Ja. Das wäre natürlich nett gewesen, das zu zerstören. Die Dinge in Gang bringen. Aber okay. Wohin, Commander? Kann man den nicht erobern? Nein. Wo ist das Ziel? Okay. Wie Sie wünschen. Reichweite erfasst. Das sollte die Dinge in Gang bringen. Bis der Titan das hat, wird dauern. Das ist natürlich doof. Ha, ich kann da wirklich überall bauen. Wie nice. Ja, dann go. Was ist das hier? Schwarmsprengköpfe. Wo ist das Ziel? Wo ist denn der zweite? Ah, da kommt er. Alliierte Verstärkung ist eingetroffen. Ja, ich glaube, das passt ganz gut. Obwohl, ich baue die so dicht aneinander. Obwohl, nicht so ganz. Den baue ich hier hin. Und den baue ich hier hin. Dann sind sie zwar sehr dicht, aber es passt mir dann schon. Ah, jetzt ist er schon wieder da. Ich muss halt auch ein bisschen was forschen. Forschung hier, ne? Abgeschlossen. Ja, was ist das denn? Verbessert Fokussierungskristalle, Layerhirn, was Schaden erhöht. Raketen bräuchte ich. Eine verbündete Flotte ist eingetroffen. Oder hier sowas. Nicht ausreichende Metalle. Nicht ausreichende Metalle. So, hier wird eine Sternbasis gebaut. Schon ein Kitzel im Abzugsfinger. Wir brauchen ein Ziel. Und wo noch? Sie wählen aus, ich mach den Rest. Ah, okay. Vorerst sind es alle. Aber ich kann, glaube ich, verbündete Truppen werden angegriffen. Eine neue Sternbasis bald bauen. Ist eingetroffen. Ja, bald. Okay, die Kristalle. Ja, das war dämlich. Okay, selbst schuld. Dem werde ich nicht helfen können, gerade. Ich will's auch, ehrlich gesagt. Ich will den Orangenen tilgen. Dann traden wir einen Gegner für einen Gegner oder so. Das wäre dann weitaus besser. Finde ich theoretisch. Persönlich, wie auch immer. Knifflig. Äußerst knifflig. So, eine Sternbasis will ich noch bauen. Der Planet unserer Alliierten steht unter Belagerung. Eine verbündete Flotte ist eingetroffen. Schwierig. Hey yo und vielen Dank fürs Anschauen des Videos. Wenn ihr mich unterstützen wollt, klickt einfach auf den Daumen rauf Button. Habt ihr irgendwelche Wünsche, Feedback oder Vorschläge? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ihr könnt außerdem meinen Kanal abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Ich wünsche euch einen wunderschönen und stressfreien Tag. Macht's gut.